Herzlich willkommen zurück. Wärmen wir uns zuerst ein bisschen mit einer Tonleiter auf. Heo spann den Wagen an, steht nicht in G-Dur, sondern in der parallelen Molltonart E-Moll. Ja, und diese Tonleiter geht ein bisschen anders. Wir brauchen noch ein paar tiefere Töne. Gehen wir die E-Moll-Tonleiter einmal durch. Und zwar fangen wir an auf unserer obersten, tiefsten Seite. Dies ist ein E. Auf geht's. E, dann Fis. G, A, H, C, D, E, wieder Fis. Und ab jetzt folgt die Tonleiter eigentlich dem, was wir aus der G-Dur-Tonleiter kennen. G, A, H, C, D. Und ganz unten mit dem E ist sie abgeschlossen. In G-Dur würde es noch weitergehen. Fis, G. Ja, das zu dieser Tonleiter, schreibt sie am besten einmal ab und spielt sie ein, zwei Mal, damit ihr auch mit diesen tieferen Tönen vertraut seid, denn einer davon kommt im Lied auch gleich dran. Auf geht's mit dem Diktat, wir brauchen wieder einen G-Schlüssel, auch wieder ein Kreuz, E-Moll hat auch das Fis und wir sind in einem Viervierteltakt. Wenn ihr das notiert habt, dann können wir starten, der erste Ton ist ein E. Auf geht's, ich spiele den ersten Teil dreimal. Versucht die nachzusingen, nachzuspielen und dann aufzuschreiben und euch dann wieder zu kontrollieren, indem ihr das spielt und singt, was ihr geschrieben habt. Und dann kommen wir so voran. Auf geht's, der erste Teil. Ich spiele ihn dreimal. Ohren spitzen. Zweiter Durchgang. Noch einmal. Das war dieser Teil. Wenn ihr es noch nicht habt, jetzt auf Stopp machen, nochmal hören, singen, nachspielen, aufschreiben, denn hier kommt die Auflösung. E, D, E, 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 H. Jetzt kommt der nächste Teil. Ich spiele ihn wieder dreimal vor. Erste Runde. Zweiter Durchgang. Und noch einmal. Vielleicht habt ihr schon diesen Teil aufgeschrieben. Nur um die Tonhöhe geht es erstmal. Um den Rhythmus zu ermitteln, ist es in der Regel leichter, dann auch den Text dazu zu schreiben. Und das machen wir doch mal. Das wäre dann folgendermaßen. Versucht es einmal selber. Ich löse jetzt auf, wie der Text dazu wäre, falls ihr das Lied kennt. Heyo, spann den Wagen an, denn bitte schreibt das dazu und singt es auch mal mit dem Text, denn dann lässt sich der Rhythmus leichter ermitteln. Zu dem kommen wir jetzt. Zählzeit 1. Singt und zählt das Lied bitte durch und über jede Zählzeit 1 einen Strich machen. Dann können wir die Taktstriche ermitteln und das ist dann schon die halbe Miete in der Regel. Wenn ihr es jetzt schon habt, ich werde es auflösen. Zählzeit 1. Ich werde es singen, dabei mitzählen und die Striche darüber setzen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So sieht also Zählzeit 1 aus. Wir können die Taktstriche ziehen. Kommen wir zu Zählzeit 3. So nähern wir uns immer mehr da der Wahrheit an. Auf geht's, Zählzeit 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und Zählzeit 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4. Und nun bitte auch Striche über Zählzeit 4 machen. Hier löse ich sie auf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So sieht's also hier aus. Jetzt können wir den Rhythmus exakt ermitteln. Der erste Takt, ja, zwei halbe Noten auf Zählzeit 1. Erklingt hier eine, das E, und klingt noch bis Zählzeit 3, also ist eine halbe Note. Das gleiche gilt für die zweite, das D klingt von Zählzeit 3 bis zur nächsten 1, also auch eine halbe Note. Dann im nächsten geht es weiter. Ja, hier ist es schon etwas anders. Wir haben Achtelnoten und eine halbe. Auf Zählzeit 1 erklingt eine Note, aber auch zwischen Zählzeit 1 und 2. Dann müssen das die Achtel sein. Und im nächsten Takt, Takt 3, sind es dann ja Viertelnoten. Es geht ganz gerade da durch. Denn der Wind treibt. Und im letzten wieder Achtel und Halbe. Wenn ihr das habt, auf geht's mit dem letzten Teil. Ein kurzes Lied ist es. Ohrenspitzen, ich spiele es wieder dreimal vor, den letzten Teil. Zweiter Durchgang. Und letzter Durchgang. Gut, die Tonhöhe ist ermittelt. Ich löse es jetzt auf. Wenn ihr es noch nicht habt, auf Stopp machen. Nochmal hören, bis ihr es raus habt. Das ist die Tonhöhe. Schreiben wir wieder den Text dazu. Hol die goldenen Gaben, hol die goldenen Gaben. Und jetzt ist der Rhythmus wieder dran. Zählzeit 1, dann können wir die Taktstriche ziehen. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und wieder Zählzeit 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hier kommt Zählzeit 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und auch Zählzeit 4. Probiert es bitte auch, das Lied so zu spielen und die Zahlen dazu mitzuzählen. Das trainiert ungemein, dieses Rhythmusraster in sich aufzunehmen. Also Zählzeit 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und nun können wir auch den Rhythmus dieses Teils auflösen. Es sind wieder eine Menge Achtel dabei. Wieder das gleiche Phänomen. Wir haben auf Zählzeit 1 eine Note, auf Zählzeit 2 auch, aber auch dazwischen. Dann sind es die Achtel in diesem Fall. Und zum Schluss landen wir auf dem Ton Fis. Das ist eigentlich nicht der letzte Ton dieses Liedes, sondern es sich immer im Kreis dreht. Habe ich es jetzt nicht dazu gemacht, aber es würde dann abschließen wieder auf dem E, nicht wahr? Hol die goldenen Gaben, E-Moll. Wenn ihr das geschafft habt, dann kommen wir zum letzten Schritt. Schauen wir uns einmal die Intervalle an, die hier in diesem Lied vorkamen. Vielleicht konnten wir etwas auch rückwärts hören, Zusammenhänge hören, denn das ist am Ende wichtiger als nur Schritt für Schritt einzelne Intervalle hören zu können. Wichtiger sind die musikalischen Zusammenhänge. Das machen wir jetzt. Schauen wir uns einmal an. Zu Beginn eine große Sekunde. Es geht einmal runter und wieder rauf. Ja, die große Sekunde lässt sich auch gut mit dem Lied Happy Birthday to You erkennen. Also da haben wir sie.
Dann als nächstes geht es eine Quarte abwärts. Das H ist von E aus gesehen die Quinte im E-Moll-Akkord. E, G, H. Ja, wenn man diese drei Klänge gut hören kann, dann würde man den zum Beispiel auch einordnen können. Oder aber auch mit dem Merklied Morgenkinder wird's was geben. Einmal geht sie runter, einmal wieder rauf, die Quarte, oder auch im Vergleich zur Quinte lässt sie sich auch eigentlich ganz gut ermitteln. Na, na. Oder dann auflösend na, na, zur Quinte. Na, 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 na. Dann wird es dissonant, die kleine Sekunde in Gelb. Denn der Wind treibt, da. Ja, die beiden liegen sehr dicht beieinander, eine scharfe Wendung. Denn der Wind treibt, das Land. Sehr getrübt, da ist sie, die kleine Sekunde. Dann eine Quarte aufwärts, ja, auch wieder die Quinte aus dem E-Moll-Dreiklang. E, G, H, jetzt von hier gespielt. Na, na, na. Oder der Dur-Akkord. Na, na, na. Lohnt sich auf jeden Fall zu trainieren, dieses Akkord hören. Oder mit dem Merklied Ein Mann, der sich Kolumbus nannt. Ein Mann, der sich Kolumbus nannt, witte, witte, witt, bum, bum. Und zum Schluss ein Tonleiterausschnitt, der wieder auf dem E ruhen will. Und im nächsten Video lernen wir ein weiteres Intervall kennen, und zwar die sechste. Bis dahin, tschüss! Thank you.